heiße Sie alle hier in der Vorne Festhalle in Erfingen willkommen. Zu meiner Rechten sitzt der Herr Gebhardt, seines Zeichens Gegner von Stuttgart 21, und zu meiner Linken der Chef der Liberalen im Land Baden-Württemberg, Dr. Hans-Ulrich Rüge. Ich will vielleicht Sie alle herzlich begrüßen. Es sind auch viele von auswärts da, also nicht nur Kämpfenbacher sind hier. Einfach, dass Sie noch ein paar Hintergründe, warum wir heute zusammengekommen sind. Ich hatte mal ein Gespräch verfolgt mit einem Pressevertreter und einem Mitarbeiter von meiner Gemeindeverwaltung. Und da ging es um das Thema, die Politik in Berlin oder in Stuttgart ist viel zu weit weg von den Bürgern. Da ist kräftig polemisiert worden oder politisiert worden gegen die Politik. Und ich habe mir dann gedacht, das soll man mal ändern. Und wir haben ja in Baden-Württemberg ein wirklich spannendes Thema, Stuttgart 21. Das könnte man doch mal in einem kleinen Ort wie Kämpfenbach holen. Ich habe heute vernommen, dass möglicherweise so eine Diskussion zwischen Gegnern und Befürwortern das erste Gespräch ist, zumindest im Innskreis, möglicherweise auch landesweit. Das ehrt uns natürlich. Auch Ihr Interesse, dass Sie gekommen sind, herzlichen Dank dafür. Ich habe natürlich im Vorfeld auch ein bisschen leichtes Bauchweh gehabt. Ich habe gedacht, auch holen wir uns möglicherweise auch die Diskussion, die harte Auseinandersetzung, wie wir sie ja erlebt haben in Stuttgart, hier nach Kämpfenbach. Das ist nicht der Fall, das sind alles politisch interessierte Leute unter uns. Der Altersdurchschnitt ist, glaube ich, über 50. Und ich bin gespannt auf diesen Abend. Es soll sachlich diskutiert werden, es sollen Argumente fallen, Fakten fallen. Und die Entwicklungen, die überschlagen sich ja momentan. Die Hochspannung, die sie letzte Woche so herrschte, da vor 14 Tagen, die ist raus. Und zum Zeitpunkt, wo wir das angedacht haben in dieser Podiumsdiskussion, war auch nicht erkennbar, was in Stuttgart 21 noch alles sein wird. Ich bin heute der Moderator, vielleicht ein paar Worte zu Kämpfenbach. Wir haben 6.200 Einwohner, wir liegen an der Bahnstrecke Karlsruhe-Stuttgart. Deswegen auch dieses Thema Stuttgart 21, Auswirkungen auf den ländlichen Raum. Da können wir auch einen schönen Spannungsbogen machen. Gibt es da möglicherweise Auswirkungen auf die Bahnstrecke Karlsruhe-Stuttgart? Das wird alles interessant sein zu thematisieren mit den Fachleuten vor Ort. Ein spannendes Thema, und jetzt würde ich mal vorschlagen, jetzt gehen wir mal in die Diskussion. Ich habe mal ein paar Fragen vorbereitet. Fangen wir mal ganz locker an. Die Pläne für die Strecke in Stuttgart-Ulm und für den innerstädtischen Bahnhof gehen ja bis in das Jahr 1988 zurück. Ich frage jetzt mal beide links und rechts von mir. Brauchen wir in Deutschland so lange Entscheidungswege? Ist das üblich? Sind wir da Spitzenreiter in Deutschland? Vielleicht mal die Frage zunächst an den Herrn Gebhardt. Herr Gebhardt. Ja, also ich möchte mich ganz kurz noch entschuldigen, ich bin noch immer leicht erkältet, also Sie werden jetzt den ganzen Abend lang halt eine nasale Stimme hören, tut mir leid, ich konnte es nicht wegzaubern. Ich habe jeden Abend jetzt gerade Vorträge gehabt und da wird die Stimme auch nicht besser dafür. Ich bin 52 Jahre alt und bin ungefähr, würde ich sagen, seit 20 Jahren politisch sehr interessiert, vorher unparteilos, möchte ich auch gleich noch vorweg schicken. Lese also meine Tageszeitungen und gucke natürlich die Nachrichtensendungen an. Ich kann also nicht allzu weit in die Vergangenheit zurückblicken. Ich weiß aber, dass es schon mehrere Großprojekte gegeben hat in Deutschland, die sich über Jahrzehnte hinweggezogen haben. Stichwort Wagersdorf, Wiederaufbereitungsanlage. Ich komme aus der Oberpfalz, 20 Kilometer entfernt davon geboren, bin mit 8 Jahren nach Stuttgart verpflanzt worden. Startbahn West war ja auch so ein Dauerbrenner, Brockdorf, Wiel und so weiter. Es gab also, denke ich, schon immer Projekte, die sich sehr, sehr lange hingezogen haben. Und es gab auch immer Projekte, die nach langer Planungsphase und zum Teil schon nach Baubeginn wieder gestoppt wurden, aufgrund des Bürgerwillens. Gut, ja, gehen wir an die Frage an Sie, Herr Dr. Rüge. Seit 1988 reden wir über Stuttgart 21. Ja, meine Damen und Herren, darf Sie ganz herzlich begrüßen. Es freut mich, dass Sie heute Abend diesem Thema
Interesse entgegenbringen, denn es ist ja wichtig und notwendig, dass bei diesen emotionalen Diskussionen, die wir zumindest in Stuttgart haben, wir zunächst mal miteinander reden. Da bin ich Ihnen dankbar, dass wir, wie ich hoffe, zu einem sachlichen und zu einem unemotionalen Dialog kommen und dass man einfach Argumente austauscht und sich dann eine Meinung bildet. Es wäre natürlich wünschenswert, Herr Kleiner, wenn auch solche Projekte schneller gingen. Und sicherlich würden solche großen Infrastrukturprojekte auch letztlich billiger, wenn man sie schneller umsetzen könnte, denn auf der Zeitachse haben wir natürlich Inflation, haben wir Preissteigerungen und das erklärt nicht zuletzt auch, dass die Kosten bei diesem Projekt jetzt höher sind, als sie in der Vergangenheit mal berechnet wurden. Dennoch glaube ich, ist es notwendig, sich ordentlich Zeit zu lassen, zum einen, weil sie eine solide Planung brauchen, weil sie natürlich Alternativen diskutieren müssen. Es wurden Alternativen, es wurden viele Alternativen diskutiert. Ich akzeptiere jeden, der der Meinung ist, eine andere Alternative wäre besser. Aber Sie müssen eben irgendwann mal Entscheidungen fällen. Und diese Entscheidungen wurden in den verschiedenen Parlamenten über Jahre entwickelt und letztlich sind sie so gefallen, wie sie gefallen sind, ob man es mag oder nicht. Und dafür brauchen Sie natürlich Zeit. Und wir sind ja nicht nur eine Demokratie, sondern auch ein Rechtsstaat. Also besteht natürlich auch die Möglichkeit, auf juristischem Wege vor Gericht zu ziehen, über Klagen zu versuchen, diese Projekte zu verhindern oder zu verzögern. Auch dieser Weg wurde gegangen und auch den akzeptiere ich als ein Anhänger des Rechtsstaats. Und im Endeffekt haben Sie dann eben einen langen Planungszeitraum. Wie gesagt, kürzer wäre erfreulicher, kürzer wäre vielleicht auch billiger, aber das muss uns die Demokratie und auch der Rechtsstaat wert sein. Gut, vielen Dank, Sie haben es angesprochen. Möglicherweise auch die Wettstreite, die ausgeguckt wurden, auch viele Verträge, die geschlossen worden sind von der Stadt Stuttgart, aber auch von der Deutschen Bahn in der Stadt Stuttgart. Ich glaube, diese Verträge sind schon im Jahr 2001 geschlossen worden, also der Übergabevertrag des Bahngeländes an die Bahn. Ja, die spannende Frage für uns Bürger ist dann immer wieder, Stuttgart 21, es werden ja Kosten in der öffentlichen Diskussion genannt, die schwanken aber erheblich. Da ist einmal die Zahl von 4 Milliarden genannt, die geht aber hoch bis zu 17 Milliarden. Die Bürger interessiert es natürlich auch, was steht jetzt letztendlich dahinter, Stuttgart 21. Was ist eine verlässliche Zahl, mit denen die Bürger rechnen müssen? Und dann aber auch ganz konkret die Frage, werden möglicherweise auch dadurch Mittel gebunden, die sich auswirken, gerade auf den ländlichen Raum, sprich Tempelbach oder Enzweis, gibt es da möglicherweise dann andere Projekte, die auf die lange Bank geschoben werden? Herr Gebert. Ja, gestatten Sie mir noch eine kleine Ergänzung zum Herrn Dr. Hölke. Dieses Projekt hat auch deswegen so lange gedauert, weil die Bahn selbst lange Zeit gar nicht wusste, ob sie das Projekt wirklich will. Ich erinnere daran, also wir haben ja schon eine ganze Reihe von Bahnchefs verschlissen sozusagen während der Lebensdauer dieses Projekts, also Planungsdauer. Es gab da zwischendurch einen Bahnchef Ludewig, der hat das Projekt zu den Akten gelegt. Der hielt das schlichtweg für Nonsens. Würde sich niemals rechnen für die Bahn. Das heißt, es waren also nicht nur die Bürger und die juristische Einwendungen, sondern tatsächlich auch von Bahnkreisen her, oberste Bahnspitze, wurde das Projekt sehr kritisch hinterfragt und zeitweise für nicht würdig umgesetzt werden empfunden. Zu den Kosten. Die amtlichen Zahlen im Moment sind 4,1 Milliarden Euro plus ein Risikotopf, der bereitgestellt ist, für den Bauabschnitt Stuttgart 21 und dann die Neubaustrecke. Also wir sprechen ja, wenn wir von Stuttgart 21 sprechen, in Wahrheit von zwei Projekten. Da herrscht eine ziemliche Begriffskonfusion leider. Stuttgart 21 ist der Streckenabschnitt ganz genau definiert von Feuerbach ab. Also wenn Sie von hier nach Stuttgart reinfahren, dann kommen Sie über Zuffenhausen, Feuerbach, Nordbahnhof zum Hauptbahnhof. Erst ab Feuerbach. Von Ihnen aus gesehen hier, ich gehe mal davon aus, dass Sie alle von hier stammen. Erst nach Feuerbach werden Sie Neubautrassen bekommen oder würden, konjunktiv.
Und das wären dann aus Ihrer Sicht jetzt gerade mal 3 Kilometer Neubaustrecke, die Sie bekämen. In Feuerbach zweigt die Trasse dann ab in den Killesberg und Sie würden dann also 3 Kilometer unterirdisch in den neuen Tiefbahnhof einfahren. Und die Stuttgart 21, der Teil, der eben von Feuerbach bis Wendlingen, der umfasst dann den Tiefbahnhof, er umfasst einen neuen Flughafen-Fernbahnhof, zusätzlich zu dem schon bestehenden S-Bahnstation und eine neue S-Bahnstation an der Mittnachtstraße. Und ab Wendlingen erst beginnt dann die Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Ulm, die als NWS abgekürzt wird, Neubaustrecke. Und diese 2 Teile zusammengenommen, die kommen dann auf diese hohe Summe. Also man hat jetzt jüngst ja nochmal die Neubaustrecke noch berechnet. Herr Kobe hat seine Fachleute nochmal drauf eingesetzt, oder Herr Ramsauer, was glaube ich, und kam überraschenderweise wieder auf eine deutlich höhere Zahl. Ursprünglich soll sie 2,1 Milliarden kosten, jetzt liegt sie bei 2,9. Wenn Sie jetzt also addieren, 4,1 und 2,9, dann kommen Sie auf 7 Milliarden Euro hinaus. Ich möchte aber ganz was Wichtiges betonen. Diese 4,1 für Stück.